Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zur Tyranny. Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich die letzte Aufnahmesession gemacht habe. Wie man sicherlich gehört hat in den letzten 5 Folgen, dass ich erkältet war. Und die Erkältung wollte ich erst vollständig auskurieren. Weil, ja, das hat halt nicht sehr gut geklappt, wie man festgestellt hat. Es waren auch zum Glück nur 5 Folgen, aber ich hatte kaum Stimme und musste immer wieder Sachen rausschneiden, weil ich husten oder niesen musste. Aber das ist jetzt zum Glück vorbei, deswegen können wir jetzt ganz normal weitermachen. Wir sind ja in Fort Dämmerwacht gelandet und sollten dort jemanden befreien. Das haben wir auch gemacht. Wir haben jedenfalls Kalias befreit. Und jetzt sollen wir noch das Tor öffnen. Ganz still und heimlich. Mal sehen, ob das so einfach klappt. Right. Weil der Kommandant Delora hier oben hat uns schon mal nicht erwischt. Wow. Das war die falsche Taste. Hat aber zum Glück geklappt. Und ja, er hat da oben noch ziemlich viele Truppen. Es gibt aber auch noch ziemlich viel zum Plündern hier. Taumelnde Verbrennung und ein Schluck der Einsicht. Nehmen wir mal alles mit. Right. So. Und dann Tore öffnen. Das Tor ist stabil und von innen verriegelt. Öffnen. Look at that. Oh. Hat das die restlichen Leute auch noch angelockt? Nein. Das ist okay, soweit. Du kriegst einen Herzschuss ab, du kriegst die Attacke ab, obwohl, begrab ihn mal. Du ziehst ihn auf dich und du... Raureifstachel. Ja, machen wir mal einen Raureifstachel. Was? Barrick sagt, seine Waffe ist nutzlos. Und auch ihre Waffe. Dann. Oh, Hakals Geschoss benutzt sie bereits. Das ist auch gut. Das wäre mein Stoß. Nein, frieren noch mal ein. Und du kannst right. Jetzt die Attacke noch machen. This weapon is useless. Oh, Barrick sieht gar nicht mal so gut aus. Heil ihn mal. This is useless. I should try something else. Nochmal ein Herzschuss. Und schock ihn mal. Und du? Tod von oben. Einmal pro Rast. Das war doch die Fähigkeit. Ja, lustige Fähigkeiten hat sie auf jeden Fall. So, das war er hier. Oh, eine ungebrochene Rüstung und eine Großaxt der unbeugsamen Lande. Die Vorratsrunden, die auf dieser Karte umrissen werden, schlängeln sich durch das verschandelte Gebiet, das einst das unbeugsame Land war. Was haben wir hier? Eine Eisenaxt. War das so gut, dass sie durch alle Gegner durchgerannt sind? Ja, weil hier ist eine ganze Gruppe von denen und die hat mich
erkannt. Aber mich greifen gerade nur zwei an. Was gut ist. Okay, das sind doch noch mehr. Und sie gehen ziemlich gut auf Lyra los. Raureifstachel. Du wirf ihn mal um. Einmal pro Rast. Mach mal Eisenschlag. This weapon is like nipples on men. Useless. Okay, die sind schon recht stark. Ich hätte bei den Truppen bleiben sollen und wir hätten die zusammen besiegen sollen. Wahrscheinlich. Mhm. Also nochmal laden. Kann passieren. Deswegen erst die Tür öffnen, erst alles töten, dann plündern. Weil die Geschmähten hatten da schon eine ziemlich starke Truppe dabei. So, Tür öffnen. I'm not here. Den da töten. Here to make friends. Beric, du benutzt das. Lyra belebt ihn wieder. Damn thing couldn't pierce cloth. Versuch ihn mal umzuhauen. Du heißt Lyra. Du lenkst ihn mal von mir ab. Damn thing couldn't pierce claw. Hat noch nicht ganz geklappt. Schock ihn mal. So. Und dann rennen wir gleich mal mit. Sonst rennen die nämlich wieder einfach durch. Heads up, we have company. So, Brossner Wappengenosse. Raureifstachel, du hast nur einen. Ach, du hast einen Arkanschuss. Kannst du nicht einsetzen. Du setzt das ein. Du flammst ihn mal ein bisschen. That's a negative. Sind das beides Wappengenossen? Ja, das sind beides Wappengenossen. Bring erstmal den einen zu Fall. Beric, schwäche ihn mal, dass er schneller fällt. Und du begrab ihn mal. So, und jetzt den anderen. So. Will do. Okay, wie sieht unser Osmius sieht noch gut aus, unser verbündeter Anführer. Den sollten wir nämlich nicht unbedingt verlieren. Mhm,
Du heißt mal Beric. Das sieht nämlich nicht so gut aus. Du schwäch den mal. Du fackel ihn mal ab. Und du tust den Herzschossen. Gut. Ein arkanes Geschoss. Du kannst ihn gleich mal wieder schockfrosten. Beric, hau ihn mal feste. Und du schwäch ihn mal. So, die Himmelskriege, die ist eh fast tot. Okay. Da kommt gleich schon die nächste Armee. Wer hat denn hier so viele eingeladen? Das ist wirklich ein bisschen viel. Du kämpfst gegen den Halbmondläufer. Du kämpfst gegen mich. Ah, weißt du was, da wir eh demnächst mal rasten müssen. Beric ist schon beschäftigt mit irgendwas? Nö. Zieh den mal auf dich. Hast du schon irgendwas ausgewählt? Auch nicht. Dann das da. Das hat schon mal böse wehgetan. Osmius ist gerade unverletzt. So. Ich heile sie, du. Schockfrost ist sie wieder. Da ist der bald tot zum Glück. Wenn du noch was hinterher setzt und ihn Herzschüssen tust. Okay, das hat den gekillt. Dann alle Mann mal auf den. Dein Heilzauber auf Beric. Du flamm den mal ab, dass er sich nicht so sehr wehrt. Ging der Heilzauber schon auf Beric? Ja, dann heilst du Beric auch nochmal. Ich könnte die Rast des Kriegers. Wille des Befehls. Ach, stimmt ja, ich habe ja noch Fähigkeiten. Brenui und Beric, Eisenschlag. Stimmt, den hat er auch hier. Ne, ich mach mal den Willen des Befehls an. Sie. Phantomstrahl. Mal auf den da, dass er langsam stirbt. Du beerdigst den hier, dass er endlich, dass er auch mal stirbt. Hauptmann? Oh, Hauptmann. Osmios ist zum Glück unverletzt. Spiel pausiert. Oh. Lyra sieht nicht gut aus. Lyra ist gefallen.